Einen wunderschönen, was auch immer. Ja, wir können eigentlich gleich loslegen. Ich werde nochmal sicherheitshalber nochmal das Audio im Stream testen. Das streamt im Stream. Wunderbar, so soll es sein. Dann, without further, wie heißt das? Ado, irgendwas? Nö, spielen wir weiter. Warte mal, ich will nochmal gucken. Ich glaube, ich sollte hier nochmal so ein paar Sachen ausschalten und ja. Genau, was wollte ich jetzt? Ich bin jetzt gerade wieder völlig verwirrt. Ah, da ist der Chat drüber. Weil da ist unten wieder gerade was aufgeploppt, was ich eigentlich verhindern wollte, dass es aufploppt. Und ich dachte, oh, jetzt hat man das wieder aufploppen sehen. Nein, da ist der Chat davor. Den Chat, den ich eigentlich nach oben rechts packen wollte, aber ich glaube, ich lasse ihn. Jetzt machen wir das so, jetzt bleibt es auch so. Spielen. Auf geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, Controller my ass. Out of the blue. Raw Fury. Nick Fury. Fury in the Slaughterhouse. Eingabe um zu spielen. Achso, ja, ich muss ja hier Tastatur, Maus, wieder alles durcheinander. Weiter. Heiter, weiter. Achso, Hotelzimmer. Badge. Angela hat das Badge in den Koffer getan und ich bin auf dem Weg zu ihrem Zimmer. Trevor, Ich can you erinnere hear me? mich. Huh? The coast is clear. Out of there, now. Jeez, that took a long time. I almost fell asleep inside that cart. You need to get into the luxury suite at the end of this hallway so you can grab the badge. And make sure no one sees you without it. Am Ende des Ganges? Oder am Ende des Ganges, wo ich gerade dran vorbeigelaufen bin? Hey, there's an autodroid in here. Yeah, it's preparing the room. Just ignore it. I need to turn the instant delivery device on. Please stop turning on devices. Turning off. What the? Turning off. Room is not ready. This yet. Machine is supposed to turning bring your suitcase device. Here, right? Yeah. If it wasn't oh, for this damn droid. Off. Everything off. Knock it off, Wally. God, I hate this stupid wear robot. Your badge immediately or leave the room. Please stop turning on devices. Turning off. Please, this is not your room. Leave immediately. Was soll ich machen? Unidentified individual. Please wear your badge or leave the room immediately. I cannot see your badge. Please make sure your badge is visible and turning. Room is not ready yet. Turning off device. Turning off. Please stop turning on devices. Turning off. God, I hate this stupid robot. Knock it off, Wally. Turning off. Oh, stop turning everything off. Oder muss ich schneller alles anschalten, als er ausschalten kann? Muss ich schneller alles anschalten, als er ausschaltet? Es ist doch alles aus. Oder habe ich ein Gerät vergessen?
Oder muss ich hier stehen in dem Moment, wo alles an ist? Muss ich jetzt alles anschalten oder muss ich alles ausschalten? Ich weiß. Da habe ich vorher nicht dran gedacht. Danke. Hätte ich aber früher drauf kommen können. Und jetzt? Shouldn't the luggage be here already? No. You didn't use the badge to access your room, so technically you're not inside the room yet. And that's why I need to manually redirect my suitcase through the instant delivery. Okay. It's okay, Kovacs. I don't need to know every detail. It's just that this plan is getting a little confusing. Just leave it to me, okay? Give me a second. Well. Where are you, you tacky, hideous suitcase? Öffnen. Rechts. This changes the direction. This is to open and close that hatch. Ach so. Ah, there it is. I have to reroute the conveyor belt to get it to the suite. Let's see. Ja, aber wo muss es hin? Rotates this thing. Ich weiß nur nicht genau, wo ich hin muss. Weiß jemand, wo ich hin muss? Mist, das war falsch. Lass mich raten, jetzt kommt es hier wieder raus. Ah, okay. Also, er kommt. Hä? Warte mal, ich habe ihn da links. Ich muss die Richtung ändern. Wo habe ich denn hier einen Richtungswechsel? Hier habe ich einen Richtungswechsel. Bezieht sich das auf alle? Nee, offensichtlich nicht. Also, er kommt gleich hier links. Nee, die Richtung ändert sich nicht. Das ist doch Kacke.
E, D, E, B. D, B. Two rooms. Okay, hier muss ich hin. Und es wäre gut, wenn er in B reingeht. Gut, E und B sind miteinander verbunden, glaube ich. D. Okay, nee, alles klar. Also. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Er kann ja eigentlich nur dahin. Ja, aber jetzt kommt er dahin und da kann ich nichts machen. Die Frage ist, wo... alles klar. Er kommt hier raus. Ach so. Jetzt geht er dahin. Das wäre nicht schlecht, wenn er dahin gehen würde. Weil das ist B, wenn ich das richtig sehe. Aber die Frage ist... Ja, jetzt bewegt sich das in die richtige Richtung. Jetzt müsste er hier... Oh, oh! Oh, oh! Shit, 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 shit. Ah, I think I figured it out. Hui! Dann wäre nämlich da bei E wieder rausgekommen. Ah, Abend, Andi. Ich spiele dieses Spiel. Okay, I got the badge. Finally, that aggravating hunk of metal was a real pain in the ass. You mean the badge or the droid? Hm? So, soll ich den jetzt wieder rauslassen? Now, Trevor, go to the elevator on the left side and join group 6. They'll be exiting the city soon. Jetzt habe ich eine Badge. Ach so. So, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Gruppe 6. Falscher Tourist, sei zusammen mit jemand anders verwirrt. Ja, das war ich durchaus. So. Fahrstuhl. Tidding. Ja. Mm-hmm. Hello. Hey, you in Group 6, pal? A PA called Group 6 to the bus stop just a few minutes ago. Okay, ich muss zur Bushaltestelle. Oh, really? Thank you so much. You're welcome. Oh, and by the way, I have to say, your look is amazing, man. Straight okay. From the good old 70s. Thank you. Good old 70s? Trevor, shut your mouth. What? Year are we in? We're in 2023. 2023. Lower your voice, damn it. It's Arcadia that's in the past. It's always been. I'll explain it to you later. Have a nice day in Arcadia, sir. Thank you, but I'm afraid today is my last day in the city. Oh, we're so sorry to see you leave, but please come back soon. Trevor, what are you doing? You planning on becoming BFFs with the clerk? BFFs. BFF. Being polite and old-fashioned custom in 2023 or what? Gott, sind das alles Riesenräume. Bin ja unterwegs. Ich kann ja nur nach links und rechts laufen, also laufe ich jetzt einfach. Look, Trevor, it's almost over. There's the bus. Don't
Don't do anything stupid. Just get on and zip your trap until we reach the checkpoint. Group six? Group six, please. With me. I know we were supposed to be leaving in a few minutes, but there seems to be some sort of last-minute problem with our bus. But don't worry, our good friend Antonio is gonna try to fix it, and I am sure we will be on the road in a jiffy. So don't worry, folks. I guarantee you we will make it to the central station in time. No way, you gotta be kidding me. Klingelt jetzt Ihr Handy? Ja. Wo ist Ihr Handy? Hello? Kovacs. Who are you? How did you get this number? This is Breakout speaking. I am number six. Listen carefully. The chief of security is headed to your office right now. Uh-oh. Any minute. My office? But what's... There is no time. Listen. Act casual and try to answer everything calmly. Avoid mentioning any kind of involvement with Trevor Hills. Okay, I'll try to remember. Auch nicht schlecht, ne? Sie dirigiert Trevor und jetzt wird sie von jemand anders dirigiert. Okay. Memory Lake. I can see one of the beastie guys and he's looking for someone. No. Damn it, what do I do? Move, Trevor, stay hidden. Hello. My name is Marcus Javert, Arcadia's Chief of Security. My job. Sieht ein bisschen aus wie Morpheus. Matrix-mäßig. Mantel, Brille, Bart. Obwohl, Morpheus hatte keinen Bart. Open field manhunt. And detecting when someone is lying to me. If you'll excuse me, I have a few questions to ask. Of course, yeah, no problem. Who are you talking to? Miss Solano. Is your name pronounced Angela or Angela? Both are fine, but most people call me Angela. Fine. Let's proceed. No. You better have an explanation for this. Okay, da konnte ich wohl jetzt nichts machen. Okay, doch. Ich muss. Trevor muss sich. Ach so, da. Ich muss diese Typen in den schwarzen Anzügen im Auge behalten. Auf den habe ich jetzt gar nicht geachtet. Okay, wie soll ich das verhindern? According to you, which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? Muss ich die Frage beantworten? I'm waiting for your answer, Miss Solano. Ach so. Ja, ich muss auf den anderen Bildschirm gucken. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen, dass man auf den anderen Bildschirm kommen muss. So, du versteckst dich jetzt erstmal da. Most influential. Würdest du mal deine Frage... Hä? Warum wird die Frage jetzt nicht geladen? Habe ich das Spiel jetzt irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Gut, weiter in die Richtung kann ich nicht. Okay.
Which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? Elijah Walton? A revealing answer. I'll make note of that. Revealing? What do you mean by that? Loading the next question. Please stay silent. Das heißt, ich muss jetzt. Muss also beides im Auge behalten. Ah, jetzt kann ich weitergehen. Ach du Scheiße, da geht so ein Wasserfall an. Und ich muss jetzt also laufen, wenn der Wasserfall hochgeht. Which one of the following images best describes your 5 years, 8 months and 7 days of work at Walton Media? The party balloons. Interesting. Let's proceed. Loading the next question. Okay, ich muss zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich bin leicht überfordert. Gut, ich muss wieder warten, bis das Wasser da hochgeht. What does the initiative known as Breakout mean to you? They are a dangerous activist group that threatens Walton Media's interests. Are you sure you want to answer that? You can change your answer if you'd like. No, I want to keep my answer. A controversial opinion, definitely. Loading the next question. Refrain from selecting the image that does not match your personal preferences or likings. What? The flag of Puerto Rico. I don't think you understood what I was asking you. But let's go on. Das ist jetzt wirklich herausfordernd. Shit. Scheiße. Okay. Da war ich zu optimistisch. Ah, wenn es jetzt wieder von vorne losgeht. Please indicate which one of the following patterns you consider the easiest to recognize. Look at the screen. The yellow and orange comet pattern. Okay. Just one thing before the final question, Miss Solano. If you lied to me with any of your answers, I will know. A subject 10392. Drone to my position. Hey! No. You better. Wie soll ich das denn schaffen? Subject 10392. Ich kann. Okay, ich sollte vielleicht einfach warten. Ich glaube, ich kann das nicht schaffen. Oder ich muss geduldiger sein. Subject 10392. Nee. Ich kann auch nicht schneller laufen. Oder muss... gut, ich mache jetzt einfach gar nichts. Ich warte hier. Aber wenn er mir keine Fragen stellt, geht es natürlich auch nicht weiter. Oder ich muss erstmal nur bis in die Menschenmenge gehen. So. Komm, bis zur nächsten Menschenmenge. Geschafft. Ah, Scheiße. Aber ich habe jetzt nicht meinen Fehler ganz verstanden. Weil eigentlich fand ich meinen Plan ganz gut.
und Menschenmenge. Pay attention to the screen to your right, Miss Solana. I've got you now, Miss Solana. Jetzt habe ich alles richtig gemacht mit Eamesen hier, aber ich habe die Frage nicht beachtet. Muss. He's in my assigned citizens grid. You remember the name of a single citizen of the 712 that you have been assigned? Interesting. That's because I have a good memory and okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich weiterkommen soll oder darf ich weitergehen? Ich warte bis zur nächsten Menschengruppe. Das war challenging. Also erstmal rausfinden, wie diese Tarn da hier, ne, Wasserfontänen sich verhalten und dass ich nicht es in einem Rutsch schaffen kann, sondern die Menschenmenge auch eine Tarnung ist. Das war mir nicht klar. Ups. Ja, das ist schön. Gott, oh Gott. 11, 12, 13, 13. Whatever. As long as you have a badge with the right number, the more the merrier. We are leaving now. Into the bus, please. Okay, I'm back, Trevor. So is everything all right? Yeah, for sure. What's that all about? Well, they suspect me now. I'm not sure if he busted me, but I don't know. We better haul ass, man. Yeah. So, I guess it's Angela? Yeah, it is. Angela Solano. The truth is, I really outdid myself in concealing my identity. But once Trevor had heard my real voice and my stage real name, technician. What sense did it make to keep using an alias? Okay, Group 6. In dieser Darstellung fällt es nicht auf, dass die Leute keine Nase haben, aber in der Nahaufnahme fällt es auf, dass sie keine Nase haben. Check good morning. Out. Schließe Kapitel 2 ab. Thanks for coming. Welcome to the Arcadia Central Station checkpoint. As you know, after so many years of requests, Arcadia, the city of tomorrow, is finally opening to the regular public. This entrance behind me is not only the first of many access points for all our visitors. It is a gate to Utopia. Either by visiting its iconic landmarks or strolling through its magnificent avenues and parks, every visitor will now be a part of American Arcadia. And our brand new security measures will guarantee the well-being of our visitors and that of all the Arcadian-born citizens. Ach, stimmt, 93 waren ja welche ausgebrochen, was da oben durchläuft. Posthumous work of my brother, Elijah Walton. And we're hoping they take in all that this wonderful city suspended in time has to offer. Thank you. Any questions? Yes. Mr. Walton, is it true that these new security measures are related to the incident known as the Arcadia 6 breakout? I won't be addressing any questions related to unfounded rumors. So, but I will be crystal clear about this. Nobody in his right mind would want to leave a city like Arcadia. You know what? The press conference is over. Thank you. Okay, folks, okay. We are finally here. This is D5, D4, das waren Noten. My name is Rita, oder Akkorde? Noten, Akkorde? Yeah, looks like it. I'm a bit scared, to be honest. What am I gonna find out there, Angela? Oh, well, the world outside is not that different, just more modern. Ach so, er ist jetzt raus aus Arcadia. Das ist bestimmt diese Noten.
Holy cow, if they weren't planning to kill me, I'm not sure if there is even a reason Remember to get out of here, the way you put it. Ach nee, er muss immer noch sein Access Badge tragen. Okay. That is a valid point. Definitely. Natürlich, wenn er in die normale Welt kommt, hat er dann Probleme mit seinem Outfit. I thought I was really close to getting out, but of course I didn't know about the jingle. Ding, du, ding. Do you hear that noise, by the way? It sounds like an air raid siren in the distance or something. It's really annoying. Huh, no, I don't hear anything. Thank you for visiting. Really? It's pretty loud. Don't pay any attention to it, Trevor. Just get through the checkpoint and leave. Please remember that you are required to wear your access badge to exit through the checkpoint. Ja, ja, ich trage mein Access Badge. Ich bin Access Programmierer. Jesus, ding, that ding. Sound is unbearable. Go ahead, sir, please. Keep going, Trevor. We're really close. You'll be in a train outside Arcadia in a few steps. I'm not feeling too well. Okay, sie haben irgendwie Trevor, die Bewohner jetzt mit irgendwas manipuliert. It was a nightmare. Take the worst headache and the worst dizziness you've ever had. Smash them together, multiply them by 10, and you still wouldn't come close. Das Multiply by 10 haben sie nicht übersetzt. Next, please. But I couldn't move. And if that wasn't enough, Angela says to me in the earpiece. Trevor, come on, move. Okay, sie haben es irgendwie irgendwas. Hallo Chronix. Sie haben sich irgendwas ausgedacht, dass die Bewohner von Arcadia nicht raus können. Security, please, come immediately. Might have a breach at gate B in lane 15. And then I see a 6 foot tall guy with a menacing look come up to me and say, Hallöchen. 10392 clear text Trevor Hills. You are violating the Burbank Act. Title 2, Section 11. Mm-hmm. Unauthorized exit attempt from an enclosed or restricted area. No. You are no, also Trevor, violating get the Burbank hell out of there Act. Now. There's no use. I can't. Okay. Andere Richtung. 10392. Stay right where you are. Subject 10392 is attempting escape. Initiate interception protocol. Interceptors, get the subject now. I couldn't believe it. Until then, interceptors were an urban legend. A high-tech security force in Arcadia with a really cool sci-fi code name. Wie soll ich denn denen entkommen? Leaked Arcadia 6 picture, you know? That one that Walton Media has always denied to be true. Oh. The guy in the back was believed to be an interceptor. Most people just referred to him as the Tackleberry because he looked like that guy from the Police Academy movies. You know, helmet, sunglasses, leather jacket and all that. Anyway, I had worked in Walton Media for 8 years and I never saw or heard a thing about those guys. As I said, it was just an urban legend. Until now, because the Leute, interceptors der were real. Und der Titel ist außerhalb really des Bildschirms. They were chasing Trevor, who now had to run a 100-meter dash while feeling like complete shit. 10392! Stop running! Angela! Angela! What? Wenigstens kann er wieder laufen. Yeah, I'm feeling better. That's good news, but say it. Unit C, now! What? Interceptors on the tail of subject 10392. Why do these guys keep calling me 10-3? It's 10-3 something. It's your citizen ID. But what? This is no time for questions, damn it. Just run. Ich lauf doch. Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt wieder zu schnell für mich. Hä? Hoch. Irgendwas kann... Ah, jetzt weiß ich.
Ah, shit. Ach, rüber über den Van. Oh Gott, was man hier alles gleichzeitig... Und dann? Ja, und dann? Okay, ich habe das Gefühl, es wird jetzt sehr hektisch. Das Problem ist, es kommt der nächste Bildschirm. Den würde ich mir gerne in Ruhe angucken. Nur, ich komme nicht dazu, mir den in Ruhe anzugucken. Vielleicht muss ich wieder... Gut, ich muss wieder zurück in die Ansicht. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Ach so. Shit. Das Problem ist, es geht so schnell. Ich habe überhaupt keine... Ich weiß gar nicht, wie ich... Was und wie ich machen soll. Und dann renne ich gegen die Hecke. Ich will mich nicht aufregen. Das Problem ist, das ist so hektisch, dass ich überhaupt nicht, ich persönlich gar nicht sehe, eine Chance sehe, das mir in Ruhe anzugucken, um zu sehen, was es für Alternativen gibt. Also, ich muss umschalten, ich muss diese Poller hochfahren, damit der Van hält. Und sagt sie rüber über den Van, dann springe ich auf den Van drauf, springe auf der anderen Seite runter, aber dann kommt die Hecke. Und offensichtlich kann ich auf die Hecke nicht drauf springen. Und dann haben sie mich. Oder muss ich oben auf dem... Oder ist es vielleicht falsch, dass ich rüberspringe? Muss ich auf dem Van bleiben und dann die Poller runter machen und dann fährt der Van weiter? Das probieren wir mal aus. Nee. Ah, aber ich war... Ja. Ich weiß. Ah, shit. Das überfordert mich steuerungstechnisch. Ah. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe, ne? Da musste man erstmal rüber über den Van. Ich hätte mir zuhören sollen, was sie sagt. Sie sagt nämlich, glaube ich, get on the van. Sie sagt nicht get over the van. Das ist wieder so... Mist. Ah, ja. Da war ich wieder zu langsam mit dem Umschalten. Shit,
wo ist der Fall? Das ist fiese. Man muss sich erstmal orientieren. Wo sind die Bedienelemente sozusagen? In dem Moment, wo man in den Tab-Modus wechselt, da ist der Knopf. Okay. Du hast gesagt, ich soll... Och nö. Ja, leck mich am Arsch. Das geht mir echt auf den Keks, diese Sachen. Also. Halt die Klappe. Also. Wir kommen auf diese Laufbänder. Wir müssen die Laufbänder umschalten von Gegenverkehr auf in die Richtung, wo wir laufen wollen. Müssen wir schnell umschalten. So, dann sagt sie, take the escalator. Ich glaube, ich schalte die Untertitel gleich auf Englisch um, weil das geht mir auf den Keks, dass die deutschen Untertitel teilweise irreführend sind. Also, dann soll ich zum Fahrstuhl laufen. Da kommt mir aber Morpheus entgegen. Da wird aber auch wieder Tab angezeigt, von wegen ich kann den... So, aber das ist das Problem. Ich schalte auf Tab und dann tauchen ja Sachen auf. Und bis ich die, wenn ich vielleicht zu blöd für, bevor ich die erfasst habe, so nach dem Motto, was kann ich hier überhaupt machen, was kann ich anklicken, ist die Szene schon vorbei, zack, und es geht von vorne los. Wie soll ich mir da ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes von der Situation machen? Ah, das ist der Trick. Okay, okay, ich glaube, ich habe es jetzt gerafft. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So. Und so, jetzt sagt sie gleich. Ja. Back, 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 back. Aber da kommt der Typ ja aus der anderen Richtung. Ja, leck mich. Entschuldigung. Also das Laufbandumlauf, das Laufbandumlenken schenkt mir ein bisschen Zeit. Klar, weil der Typ, der mich verfolgt, gegen das Fließband laufen muss. Okay, so weit, so gut. Ändert aber nichts daran. Irgendwie bin ich hier ein Floating Head, egal. Ändert aber nichts daran. Dann renne ich Richtung Fahrstuhl, da kommt der Typ raus, sie sagt back, 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 back. Und ich renne in die andere Richtung. Ich glaube, ich muss das machen und dann muss ich einmal kurz nichts machen, sondern nur versuchen, einmal diesen Bildschirm zu erfassen. Weil ich habe, wie gesagt, kein Schimmer, wie ich das hinkriegen soll. Ja, ich weiß. Ich muss, das kommt, weil ich... Ja. Sappel nicht. So. Wann kommt Okay. Seht ihr? Jetzt habe ich gesehen, was ich kann den Eiswagen bewegen.
Shit, ich hab vergessen, was ich hier ja eigentlich machen muss. Ah, nein, jetzt weiß ich. Ich weiß. Ja, ich habe eben kurz dran gedacht, aber... Ich habe eben noch dran gedacht, aber in der Hektik habe ich es wieder vergessen. Scheiße! Ah, Scheiße. Jetzt kommen wir mit den Tasten auch noch durcheinander. Hä? Down the... Achso, ich hätte vielleicht springen sollen. Ich bin einfach nur runtergefallen. Hä? Okay, ich hatte noch die falsche Richtung gespeichert im Kopf. Oh, muss ich das alles nochmal machen? Gut, ich hätte zum Schluss springen müssen. Das war selten dämlich. Okay. The Slope, den Abhang soll ich runter. Aber dazu muss ich natürlich die letzte Kante springen. Ein bisschen Frogger-Feeling. Was kann ich hier machen? Ach so. Ah! Das ist... Das hilft mir aber auch nichts. Okay. Ah, shit. Und ich muss immer wieder von da anfangen. Ihr könntet mich ja wenigstens in der Mitte anfangen lassen. Oh. Wenn die Kamera wenigstens in die andere Richtung gehen würde. Steuerung ist auch nicht gerade die perfekteste. Komm. Ah.
Das war ein bisschen Frocker-Feeling. Meine auch nicht. Bei mir sind es mir die Nerven. Angela, Blue Fountain Mall is right there. I used to spend a lot of time in there when I was a kid. Mall? Are you sure that that's a... Looks like I don't have much of a choice anyway. Yeah. Yeah, you're right. Also, er ist immer noch in der Arcadia, hat aber ein Badge. Das heißt, er wird eigentlich für einen Tourist gehalten. Help me with that door, Angela, would you? Yeah, just a second. What the? Trevor, shit. They blocked my computer. I don't know what, Oh, hey, Jean, yeah. Yeah, me too. I can't do a thing. What on earth? What? Who are you talking to? Don't worry, Angela. Take your time. I'll be safe in the Skyrocket Arcade. Wait. You plan to hide inside an arcade? Not inside the arcade. They have a covered sit-down Spectrex cabinet there. That's where I plan to hide. Nur sag nicht, ich muss jetzt den Automaten spielen. Whatever suits you, man. I'm fine. Whatever you got right now. No problem. Ruckel, ruckel. I'm at the Spectrex cabinet. Don't worry about me. I'll be fine in here. Ach so, gut, damit ist er jetzt aus dem Verkehr gezogen und wir können sie wieder spielen. Hey Kendra, what's up? This is a message for all Walton Media employees. Due to an unexpected breach of security, we have proceeded to activate the lockdown protocol. When called by your last name, please come immediately to the building entrance for all your digital devices to be scanned for security reasons. Was machen ihre Haare da? Yeah, someone's escaping from Arcadia. That's really crazy. And an insider is helping him, one of us. One they get of the us chance to work for Walton Media in the greatest achievement that has ever happened in entertainment. And they want to boycott it? Because why? Yeah. Ihre Pommeshaare sind witzig. I mean, the other things Walton did are okay, but between you and me, Angela, black and white movies, cartoons for kids. But American Arcadia? There is nothing like it. Others have tried to replicate it, to create something like this. Ich sehe wieder Walt Disney Analogien. But this is no reality show, Angela. American Arcadia is the most advanced sociological experiment ever conducted. It has changed the way we perceive society and even is everything okay? Huh? Yes, it's I really have to get going, Kendra. I hope everything is solved by tomorrow morning, you know, right? Okay, see ya. See ya. Cállate la boca, ya. She was repeating the same corporate bullshit she gave me on the first day on the 21st floor. Okay, preserve my admin permissions. Preserve my admin permissions. Jesus H. Christ, how am I gonna do that? All cloud services will be monitored, so I can't upload it to the cloud. Okay, what else then? Come on, come on, come on, Angela, think. And suddenly, that Architects of Tomorrow episode just pops. Ich bin einfach irgendwo hingegangen. Steganography. A word that comes from Steganographie. Steganos, which means covered or hidden, and graphos, which means writing. Lange nichts mehr von gehört von Steganographie. Let's take a look at this image behind me. You probably won't distinguish anything, but if we see the image through our red lens, everything in it suddenly makes sense. And that's what steganography basically is. Concealing a message within another message, or, as we've just seen, an image in another image. There are many examples of how to hide a code in an image. Text or even a song. Who knows? Maybe this song has a secret message encoded in it too. Because as you can see, steganography is science.
And as we know, science always finds a way. If you have a secret that you want to reveal it, steganography can be used to conceal it, and that's the Kapitel hatte ja so Noten D4, F-Moll, Moll F4 oder sowas. Das heißt, ne, es geht irgendwie um eine Tonfolge. Okay. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Wenn die sich hier schon die Mühe machen, so eine komplette Cafeteria zu designen, möchte ich mir das auch mal ein bisschen angucken. Wobei ich nicht glaube, dass ich hier eine Kassette finde, oder? Hier im Regal vielleicht. Aber warum sollte hier eine VHS-Kassette sein? An USS, was steht da? Infowars 2.0, Soft Skill für Engineers. Ja, wichtiges Buch. Gut, hier kann ich offensichtlich mit gar nichts interagieren. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ah! Recording Studio. Und da ja die Welt in den 70ern ist, gibt es da vielleicht auch VHS-Kassetten. Studio, da gucken wir gleich. This is the video editing room. I gotta get in there to encrypt my cell phone data. The first two letters in our ID indicate our first and last names. Mine is AS. They're calling the S's now. EB21 blah blah must be long gone for sure. The first two letters in our ID indicate our first and last names. Mine is AS. They're calling the S's now. EB21 blah blah must be long gone for sure. Whoa, ZW. I bet this guy will be the last exit the building. Maybe he's in the cafeteria, waiting to be called. Bin mir nicht so ganz klar, was jetzt hier, wie ich hier reinkommen soll. Die Computer kann ich offensichtlich nicht benutzen. Ja, also. Hier ging es nochmal irgendwo hin. Who is this guy? I barely know any employees on the first floor. It doesn't matter anyway. This guy's last name begins with a D. I'm sure he's not in the building anymore. Okay. Huh. There must be a way to enter the editing room from the other side. Video editing room. Ja, über das Studio. Aber in das Studio komme ich ja auch nicht rein. Who is this guy? I barely know any employees on the first floor. It doesn't matter anyway. This guy's last name begins with a D. I'm sure he's not in the building anymore. Okay, sie hat was von Cafeteria gesagt. Vielleicht hilft es... Now I need to find Zeus Washington, Zeke Wasabi, or whatever this guy is, and clone his ID. Fernando Salcedo. Uh-oh. We're waiting for you in the lobby exit. Mist, jetzt habe ich mir das Gesicht nicht gemerkt von dem Typen. This guy doesn't look like the guy in the ZW picture. Nope. This guy is not my Zoltan Waldorf. Ich habe mir leider das Gesicht nicht gemerkt. Muss ich alle testen. This is not the ZW guy I saw in the picture. Yep. There das he ist is. Er. I'm sure he's the storage room guy.
There he is. I'm sure he's the storage room guy. Und nun? There he ah, is. Da liegt sein sure Handy. Gott, oh Gott, oh Gott. ID real quick. And it's done. I'm not proud about doing this to Walton Media coworker, but I really needed your credentials. Zazu, Waluigi. Tiffany Schneider. Come to the lobby exit. Aber das war ja, glaube ich, Storage. Was hilft es mir, wenn ich in den Storage komme? Ich will doch eigentlich ins Studio. Und so viel ich weiß, gab es keinen Weg. How do I get to the video room? Whoever's in charge of keeping this area clear is doing an awful job. Mhm. Jesus, looks like a damn maze. And I hate mazes. Okay, 3D-Maze ist auch nicht meine Stärke, muss ich sagen. Weil ich... Warte mal. Da, da. Hier bin ich reingekommen. Tja. Es ist... Wie war das immer? Man konnte doch eigentlich... Warte mal. Hier bin ich reingekommen. Also hier. Hier ist ja irgendwie Gleichschluss. War das nicht immer links an der Wand entlang gehen? Wenn man immer links an der Wand entlang geht, kommt man irgendwann zum Ausgang. Okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Hm. Hier ist wieder Sackgasse. No signal. So Leute, ich muss hier nochmal, ich würde hier gerne nochmal raus. Ach geil, jetzt bin ich hier drin gefangen. Das ist ja uncool. Ich würde nämlich gerne nochmal auf diesen Lobbyplan gucken. Ah, stimmt. Ich konnte ja auch, ja, hilft mir das, dass ich auch kriechen kann? Ich glaube nicht, weil war ja nicht so, dass ich irgendwo unter durchkrabbeln konnte. Doch. Jaha, ich weiß. Nennt mich ruhig dämlich. Seymour? Seymour. Very funny. Ah. Squeezing into tight spaces. Rakim Sharp, come to the lobby exit. This is a small recording studio for AA short stories and things like that. Not for the live feeds, of course. Lady Vivian would never lower herself to come down from her spire penthouse to record on here. Sieckowski. Ah. Stühle, würdet ihr mich bitte hier mal wieder rauslassen?
Hallo? Okay, this Comet VHS will do the trick. Mira, está en español y todo. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen? Den ganzen Weg wieder zurück. Okay, ich habe mir leider keine Brotkrumen hingelegt. Gut, hätte ich mir den Weg zurück jetzt etwas sparen können. Ach Leute, ist nicht euer Ernst. Moment, wo war das? Ay, Dios, I hate this place. Ja, es war auf der anderen Seite. Nee, nicht auf der anderen Seite, auf der anderen Seite. Wahrscheinlich hätte ich hier gar nicht zurückgehen müssen, weil... Ja. Wahrscheinlich hätte ich hier aus dem Studio rausgehen müssen, nicht aus dem Schnittraum. Ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Also. Die Tür geht auf. Die Tür geht nicht auf. Also. Da ist der Schacht, durch den wir gelaufen sind. Die Tür. Ja, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Schön, dass mich die Überwachungskamera nicht gesehen hat. Wahrscheinlich hat sie mich gesehen. Das rächt sich vielleicht später, aber im Moment weiß ich nicht, wie ich hier aus diesem Raum rauskommen soll. Es ist wieder die Frage, ob ich irgendwo hingehen muss und irgendwo taucht dann wieder so ein Punkt auf. Gnarf. Gut, also die Tür geht auf sofort. Die Tür geht nicht auf. Interessant auch, dass das On-Air-Schild leuchtet. Also gehen wir doch wieder zurück, aber... Ich glaube, ich bin das erste Mal an dem Punkt zu googeln. Jetzt muss ich erstmal wieder den... Außerdem wird mir langsam übel von dieser 3D-Ansicht. Ich kann das hier nun überhaupt nicht ab. Ja, Leute, ne? Also... Sorry.
Ich mache das jetzt nicht am Rechner, weil da muss ich aus dem Spiel raus. American Arcadia Leaf. Video Studio. Ich will kein Video gucken. Ich hasse es, sowas zu finden. Prozent Achievement Guide. Ja, das ist nicht das, was ich will. Ich will eigentlich nur nein, nicht how to leave. Nein, ich möchte nicht die Videokassette digitalisieren. Ich habe auch keine Lust, mir ein Video anzugucken. Leute, ich will einfach nur das scheint eine Anleitung zu sein. Und mir wird schon wieder warm. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Lobby. Approach the table. Wunderbar. Storage room. Enter. Continue. Boxes crawl under the table. Pick up. Interact. Ach, ich bin noch gar nicht fertig da. Okay. Warte mal, jetzt muss ich zum 85. Mal. Ich muss noch was in dem Studio machen. Oh Gott. Ah, jetzt weiß ich schon wieder nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht merken. Doch, da ist das Lüftungsgitter. Also muss ich doch hier links, da links, da links, da links. Ich muss noch was in dem Videoraum machen. Und solange ich das nicht gemacht habe, lässt er mich da auch nicht raus. Video Editing. Also, ich war nicht ausdauernd genug. Da. Ernsthaft? Du hast keinen Teaser über den Kopierschutz gemacht. Das wird nicht funktionieren. So, let's get down to business. The blue screen shows the Comet tape digital data. And the large monitor displays the admin permissions on my cell phone, which I need to hide. So, I need to find the matching cell strings on both screens and then run a macro to hide my data inside the VHS tape. Nochmal. Klicke auf eine Zelle. Ziehe sie zum Auswählen. Ein C. Achso. Hä? Okay, B23, 37. Achso, ja, alles klar. Hä? Was ist dein Problem? Ach so, da ist ja noch ein vierten. Alles klar. Zwei, drei oder vier Zellen. Okay. Alles klar. 32. 5B. Ach so. D. 5B. 31. 5. B31, B6, 3F, 74.
Jetzt glaube ich auch um die Ecke gehen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich hier... Okay, ja, es geht ja auch in kleinen Portionen. Alles klar. Achso. In kleineren Häppchen. Alles klar. Macro to automatize the process and encrypt all my data into the VHS tape. Now I can totally wipe everything from my cell. See you at home, admin permission. Is she following me or what? What a pain in the ass. What are you doing in here, Angela? Oh, yes, Kendra. Nothing, I'm leaving. And what are you carrying there? Angela Solano, please. We're waiting for you in the lobby exit. Oh, sorry, they're calling me. I have to go. Talk to you later, okay? So, Handy löschen. That was close. Angela Solano, please. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo soll ich hin? Hier hin? Würde mir mal einer sagen, wo ich hin soll? Also Leute, ihr hättet euch mal ein bisschen was einfallen lassen sollen, dass man mal ein bisschen besser erkennt, in solchen Situationen, wo es was zu machen gibt. Ach da, zu dem Typen soll ich bestimmt. Hey Angela, ¿qué pasó? What took you so long? Oh, I had to finish something, Joe. Es mi turno, ¿verdad? Bueno, claro que es tu turno. I called you twice. Put your phone in there and just go home, for Christ's sake. Okay, looks like you're good to go, Angela. Everything is clean. Hey, pero what's up with the VHS tape, eh? You have all those comic shorts on the WMAX platforms. Ah, well, doblaje puertorriqueño original. You know what I mean? That's right. I forgot they redubbed it. A rights dispute with the voice actor, wasn't it? Yes. Wow, yeah, that's right, Joe. Oh, God. See? Of course. Get some rest and see you next Monday, Angela. Der Titel stand was von Micha. And then I went home to have a heart attack, which took me a while, since I lived in the far side of Walton employee housing facilities. In fact, I thought about moving closer to the dome. Untertitel wieder abgeschnitten. But come to think of it, living so far away saved me a lot of trouble later. But I digress. Memo und mich auf englische Untertitel umschalten. Welcome home, Angela Solano. At last. Now I need to convert the video info back to code again to recover my admin permissions. Du hast ein Videorekord, VHS. Mhm. Ja, das war ihr Handy, oder? Are you kidding me? Kovacs, this is number 6. Did you manage to preserve your admin permissions? Shut up! I stuck to the plan. I did everything you told me. And you... What the hell happened at the checkpoint? The jingle happened. The jingle... What? What? What on earth is the jingle? Something Kovacs mentioned a long time ago. The real Arpad Kovacs. Mr. Kovacs, were the discrepancies between you and Don Walton the main reason for your departure from Walton Media? Kind of. Donald and the board of directors were interested in developing methods to make it physically impossible for the Arcadians to leave the city. They even wanted to experiment with my Visiorama system for their realignment. Vor allen Dingen Zeilenumbruch, ne? Jetzt zeigen, schreiben sie einmal über die ganze Bildschirmbreite und dann ein Wort in die nächste Zeile. Hat sich keiner die Mühe gemacht, einen Zeilenumbruch zu implementieren. What did these techniques consist of? The most popular was a low frequency sound to generate reverse aversion in the Arcadians. They called it the jingle. Excuse me, Mr. Kovacs. But that sounds a little bit like science fiction to me. And even if it were possible, wouldn't that be illegal? With the Burbank Act? I doubt it. Otherwise,
Ach ja, Burbank war ja der Senator, der das ganze Projekt möglich gemacht hat. How come you guys didn't know about the jingle? Because it did not exist when we got out. Damn it. If Trevor has that jingle thing in his head, how are we gonna get him out? Remember I asked you to preserve your admin permissions? You did that, right? You are going to need them to operate one of those rental cars that some tourists use. Rental car? You mean like a Swift? Yes. Now get him on the road in one of those cars, and as soon as Trevor hears that noise again... I take control of the car and get him across it, right? That is it. Mhm. Puh, easier said than done, but... Okay. I'll try my best. Klingt nach einem Plan. Kovacs, we are counting on you. So. Videorekorder, aber eigentlich... Eigentlich würde ich gerne Schluss machen. Ich weiß noch nicht, wann eine gute Stelle ist. Ich weiß, man weiß ja immer nicht, wo ein Checkpoint ist. Wird einem ja auch nicht angezeigt. Trevor, I'm back. Get out of the cabin. We are good to go. Okay, one second. Yeah, TCH is back on top, baby. TCH? My high score initials. TCH. Trevor Clarence Hills. Zweiter Vorname, Mittelname. Dear George, remember, ein Engel auf Erden. Fine, Trevor Clarence. Listen, we're going to... Wait, are you sure nobody's looking for me in here? You're completely unknown in this city. Let's take advantage of that, shall we? Famous last words. Okay. Zurück zum Hauptmenü. Keine Ahnung, wo der letzte Checkpoint war. Optionen. Anzeige. Ist es hier? Spiel. Untertitel. Textsprache. Espanol. Portugies. Polski. Englisch. Danke. 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 Closed Captions? Nee, Closed Captions brauche ich nicht. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ja, war ja doch, also ich muss sagen, Ole, falls du das hier siehst, von wegen das mit dem Kran war das Fieseste. Also ich fand das, was hier heute, teilweise war, fand ich fieser. Also, ja, also einmal vom Herausfinden, also... Dass ich jetzt nachgucken musste, gut, im Nachhinein ist es logisch, dass ich mit der Videokassette, sie hat ja gesagt, ich will auf der Videokassette meine Handydaten verstecken. War natürlich doof von mir zu denken, ich nehme die Videokassette und gehe raus. Ja, natürlich war es logisch, in dem Raum noch was zu machen, aber ich bin ja in dem Raum rumgegangen, ich bin ja eigentlich da an diesem Mischpult auch mal vorbeigegangen. Ja, ich habe mich nicht so richtig zu diesem Computer oder zu diesem... in die Ecke gedreht und da ist halt, wo ich denke, Leute, das müsst ihr ein bisschen, das muss reichen, wenn ich da in der Nähe bin, muss da irgendwie ein Glow sein oder so, dass ich wirklich eine exakte Position einnehmen muss, damit dieser Kreis auftaucht, damit ich weiß, oh, hier kann ich interagieren. Das finde ich ein bisschen grenzwertig. Gut, dass ich jetzt 30 Mal da hin und her durch einen Tunnel, durchs Labyrinth, ja, okay. Und dann eben diese Sachen, wo man gar nicht so schnell kapiert, was kann ich machen? So nach dem Motto, es wird dieses Tab eingeblendet dafür, dass man umschalten kann in diese andere Optik, also in die ich bediene Sachen. Und dann muss man erstmal gucken, wo tauchen denn hier überhaupt anklickbare Sachen auf und was haben die für eine Funktion? Also einmal mit diesem, wo ich den Wagen stoppen musste, indem ich diese Poller hochfahre, dass ich dann, das war ja dann so ein Übersetzungsding, das im Untertitel stand, rüber über den Wagen und sie sagte aber im Englischen get on und nicht over, das ist ein eklatanter Übersetzungsfehler in den Untertiteln, wodurch ich dachte, ja gut, rüber und dann ging es halt nicht weiter, bis ich selber auf die Idee gekommen bin, oben zu bleiben und oben bleiben allein und dann wollte ich ja die Poller und dass er mit mir wegfährt, war Quatsch, aber dann habe ich halt gesehen, oh, jetzt kann ich ja in die andere Richtung springen und eben auch da, wo ich mit diesem Laufband, was ich umschalten musste in der Richtung,
Und dass dann ich erst, dass dann die, der Böse da aus dem Fahrstuhl kommt und ich dann erst, dann, oh, ich kann wieder Tab drücken. Okay, ich schalte in diese andere Optik um. Aber was kann ich in dieser anderen Optik jetzt machen? Oh, da taucht jetzt der Pfeil auf, mit dem ich diesen komischen Wagen bewegen kann, damit ich dann über den springen, hochspringen und weiter weglaufen kann. Also wie gesagt, das finde ich doch wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen challenging, also herausfordernd. Wieso spreche ich halb Englisch? Ja, muss ich sagen. Weil man gar keine Chance hat. Gut, vielleicht werde ich einfach zu alt. Das so schnell zu erfassen, wollte ich sagen. Aber gut, jetzt hat es ja geklappt. Diese lange 3D-Sequenz, die ich zuletzt gespielt habe, was ja auch meine Schuld war, dass sie so lang war, hat mir jetzt schon wieder ein bisschen Motion Sickness eingebracht. Mir reicht ja das. Ich brauche ja nicht mehr so eine 3D-Brille aufhaben. Aber gut, das, wie gesagt, war ja meine Schuld, dass ich so lange dafür gebraucht habe. Okay, dann gucken wir mal, wann es hier weitergeht. Das ist, achso, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel... Moment, kann ich da... Ich schalte mal kurz... Ihr hört jetzt kurz das Spiel, weil ich will jetzt einmal kurz aus dem Spiel noch rausgehen. Und Steam sagt mir jetzt, ich habe 3,4 Stunden gespielt und ich habe 20%. 20%. Ein Fünftel. Zwei Abende, ein Fünftel, 10 Abende. Okay, das zieht sich hier also noch ein bisschen hin. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja Zeit verbringen. Gut, wie gesagt, irgendwann geht es hier weiter. Wir werden sehen, wann dem so ist. Und jetzt suche ich hier noch die richtige Outro-Sequenz raus, die nichts mit Pins und Noppen zu tun hat. Macht's gut.